Tief im Osten Deutschlands, an der Grenze zu Polen, liegt eine Brücke. In den letzten Jahren wurde sie immer mehr durch Instagram berühmt. Da ich diese Brücke schon seit meiner Jugend kenne, nehme ich euch heute mit zu ihr. Die kleine, aber imposante Brücke aus dem 19. Jahrhundert wirkt düster und mystisch. Eine richtige Teufelsbrücke eben. Selbst in Matrix 4 sieht man jetzt die Brücke. Aber auch mehrere Fotowettbewerbe wurden hier schon gewonnen. Das berühmteste Bild entstand aus der Red Bull Photo Challenge. Was aber viele nicht wissen, das Betreten der Brücke ist strengstens verboten und wird mit sehr hohen Geldstrafen geahndet. Nach einer zweijährigen Restauration wurde sie endlich 2021 den Besuchern wieder zugänglich gemacht. Man könnte denken, sie liegt ziemlich abgelegen, doch so ist es nicht. Die Brücke befindet sich in einem Landschaftspark, dem Rhododendronpark Krumlau, einen Ortsteil der Gemeinde Gablenz im Landkreis Görlitz. Der ganze Park steht unter Naturschutz und ist Teil des Weltkulturerbes.
Die Rakotzbrücke wurde von 1863 bis 1882 unter anderem aus Basaltstein errichtet. Sie überspannt den 35 Meter breiten Rakotzsee in einem Halbkreis, der sich im See spiegelt und so optisch zu einem Kreis wird. Durch diese spezielle Konstruktion wurde die Brücke mittlerweile besonders bei Fotografen zu einem beliebten Motiv und durch die sozialen Medien in den letzten Jahren zu einer kleinen Berühmtheit. Auch ein kleiner Rundgang um den umliegenden See lohnt sich, denn es stehen dort einige weitere Konstruktionen aus Basaltstein, zum Beispiel orgelförmige Basaltsäulen, die dem mystischen Gesamtbild des Rakotzsee den letzten Schliff geben. Das Herz eines jeden Fotografen schlägt hier höher. Die Zeit für die schönsten Bilder ist beim Sonnenaufgang oder im späten Herbst, wenn die Blätter fallen. Und hier ist das gewünschte Motiv, die Rakotzbrücke. Für uns das wohl schönste Fotomotiv. Mit diesen verträumten Bildern lassen wir euch jetzt alleine und sehen uns in der nächsten Episode wieder.